Zwei Leute verteilen sich gleichmäßig mit den Händen an den Enden der Bordwand. Und auf Kommando wird das Boot rausgetragen. In ans Boot. Boot geht hoch. Boot geht höher. Und raus. Zum Einschwemmen stellt man sich parallel mit dem Boot und dicht an die Stegkante. Dann schwemmt man das Boot über Kopf ein. Bereit machen zum Einschwemmen? Schwemmt ein. Ablegen. Zum Ablegen fasst die Wasserhand beide Skulls stabilisierend, während das Wasserbein auf das Trittbrett gestellt wird. Nun greift die Steghand an den Ausleger, damit für zusätzliche Stabilität gesorgt ist. Schließlich drücken sich die Ruderer mit dem Stegbein synchron vom Steg ab und setzen sich vorsichtig auf den Rollsitz. Und wieder die Dolle schließen. Jetzt noch ein paar Schläge rückwärts und los geht's. Lange Wende über Backbord, Wende ab! Besonders im Rennzweier muss der Ruderer darauf achten, dass die Hände stets auf der gleichen Höhe geführt werden, damit auch hier für ausreichend Stabilität gesorgt ist. So auch bei der langen Wende. So aber bitte nicht! Achtet darauf, keine Kiste zu schieben. Also nicht den Rollsitz, ohne dass ihr die Skulls bewegt nach hinten schieben. Und genauso solltet ihr nicht über den Berg ziehen. Sprich, die Skulls sollten nicht so weit ins Wasser drücken, dass eure Arme lächerlich weit in die Höhe ragen. Denn auch das beeinträchtigt eure Stabilität. Achtet auch beim Rennzweier auf einen geraden Rücken und einen gleichmäßigen Schlag mit ruhigem Zurückrollen. Außerdem muss die Nummer 1 sich im Rennboot regelmäßig, ungefähr nach jedem dritten Schlag, umdrehen, um nach möglichen Hindernissen Ausschau zu halten. Gegebenenfalls muss sie auch die Befehle zum Navigieren angeben. Saying, how do you do?
fingers cry. I watch them grow. Vor allem beim Rennstart müssen die Ruderer auf Synchronität achten. Dies gewährleistet Stabilität und ein gutes Vorankommen. Im Gegensatz zum Gigboot legt man mit dem Rennzweier parallel zum Steg an. Man fährt mit halber Kraft bis zum Steg und stoppt kurz vorher ab, sodass der Ausleger der Position 2 vor der Stegkante zum Stehen kommt. Position 1 achtet auf das Stegskull und hält das Boot am Steg fest, während Position 2 auf dem Wasser stabilisiert. Jetzt werden nacheinander die Wasserdollen geöffnet und die Ruderer steigen gleichzeitig aus. Dies erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge des Einsteigens. Zum Raustragen gleichmäßig an der Bordwand verteilen und das Boot über Kopf ausschwemmen. Jetzt wird das Boot nur noch in die Halle getragen. Und putzen nicht vergessen!